geht's weiter. Gut, ja, jetzt kommt mal gleich eine Zwischenfrage, kam gerade, ob wir das N noch ändern kann, nachträglich. Und weil das ja hier die Closure ist. Und in der funktionalen Programmiersprache, in streng funktionalen Konzept oder Kontext geht es nicht, darf das auch nicht gehen. Aber Scheme und Lisps und alle diese Sprachen erlauben das im Normalfall, weil man dann doch, also es gibt ein paar Ausnahmen, so Haskell oder ML, die dann sehr streng sind, die das nicht machen. Aber da kann man nämlich ganz interessante Dinge dann trotzdem machen. Das ist zwar eine Gefahr, weil diese mathematische Grundlage damit durchbrochen wird und damit fallen einige Dinge weg, wie Beweisbarkeit, automatische Beweisbarkeit und vollständige Induktion geht dann nicht mehr und das ist ja die Basis von Rekursion, geht nicht mehr unbedingt oder schwieriger. Ich will mal ein Beispiel zeigen und zwar möchte ich jetzt ein Ding wie ein Objekt definieren, also eine objektorientierte Programmiersprache quasi hier drin implementieren. Nun, was ist ein Objekt? Eine Closure und ein Objekt sind eigentlich, ich würde mal sagen, fast schon isomorph. Also mit Objekten wie in Java oder in JavaScript kann man Closures simulieren und umgekehrt mit Closures kann man Objekte simulieren. Die Syntax ist vielleicht unterschiedlich, aber die Semantik kann man jeweils aufeinander abbilden. Und das will ich jetzt mal machen. Ich definiere mal ein Make-Object. Und das soll irgendwie A, B, C als, naja, machen wir gleich was Konkreteres, machen wir mal eine Make-Person vielleicht, Make-Person, und eine Person besteht wegen mir aus einem Namen, Name und Alter. Und da innen drin definiere ich jetzt mir ein paar Hilfsfunktionen, innere Funktionen. Da kommt jetzt gleich was Neues. Ich kann hier auch wieder define sagen. Abkürzend, ich kann ja hier lokale Variablen setzen oder könnte lokale Variablen setzen und das macht mir das define. Spannende Sache. Da kann ich sagen get Name und der liefert mir den Namen zurück. Und dann kann ich sagen define get Alter und der liefert mir das Alter zurück. Und dann definiere ich eine Funktion, die heißt set Name. New Name und der ruft jetzt, und jetzt brauche ich wieder eine elementare Funktion, nämlich um das zu machen, da brauche ich was Neues. Und weil die so gefährlich ist, diese Funktion, deswegen hat die ein Ausrufezeichen hinten, die heißt Set Ausrufezeichen Name New Name. Die gehört zu dieser Gruppe von elementaren Dingen, die ich hier aufgelistet habe, gehört hier unten dran, Set Ausrufezeichen. Da kommt hier quasi ein Symbol und ein New Value als Argument. Und das gleiche mit Set Alter, New Alter. Und da sage ich Set Alter zu New Alter. So, das wäre jetzt mal innere Hilfsfunktionen. Und jetzt, damit es ein Objekt ist, muss es auch auf virtuelle Funktionen oder Methoden oder sowas implementieren und da mache ich hier eine Funktion, die heißt Lookup Function Name. Und was soll die machen? Der gebe ich jetzt einen Namen von einer Funktion mit und die liefert mir eine von ihren Privatfunktionen, von ihren Innerfunktionen als Return-Wert. Also da sage ich einfach if equal, und jetzt brauche ich, ja, müssen wir überlegen, wie ich die Namen außen nenne. Dann machen wir so. Ich tue jetzt einfach mal ganz heimlich, still und leise eine neue Funktion einführen, die auch Strings vergleichen kann. Okay, also if equal Funktionsname Alter, dann liefert der zurück die get Alter-Funktion. Else, if equal der Funktionsname Name, halt als String, Name, dann liefere ich die getName-Funktion zurück. Jetzt muss ich das viermal machen, das ist ein bisschen langweilig, aber gut. If equal der Funktionsname Name Doppelpunkt, dann liefere ich die Set-Name
zurück. Und am Schluss if equal der Funktionsname Alter Doppelpunkt. Dann liefere ich die setAlter-Funktion zurück. Und am Schluss, falls es keins von denen war, dann rufen wir einfach Error auf. No such method. Zup, 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 zup. So, das ist jetzt die Lookup-Funktion. Das heißt, die Funktion, die liefert mir quasi Zugriff auf die inneren Funktionen, auf die Methoden, wenn man so will, vom Objekt. Und was wird jetzt das Objekt selber? Ich würde sagen, das Objekt selber liefert einfach die Lookup-Funktion zurück als Return-Wert. Soweit, so gut. Probieren wir das mal kurz aus, was wir bisher haben, und schauen, was dabei rauskommt. Start. Und jetzt kann ich sagen, make Person Fritz, und der soll mal 30 Jahre alt sein. Natürlich habe ich jetzt diese Lookup-Funktion als Return-Wert gekriegt. Ja, aber diese Lookup-Funktion ist eine Funktion, die einen String erwartet, nämlich den Namen einer Funktion. Das heißt, er erlaubt mir quasi Zugriff auf diese Inhalt der Closure, auf die Internas. Das heißt, ich kann zum Beispiel diese Funktion, also machen wir mal, damit ich es nicht jedes Mal wieder eintippen muss, sage ich mal, Person 1 soll sein, make Person Fritz, 30 Jahren, copy, paste, halt, war falsch. Copy, paste. Jetzt habe ich hier die Person 1, ist immer noch eine Funktion. Ja, Funktionen und Objekte sind isomorph. Okay, und jetzt sagen wir diesem P1 Alter. Und was kriege ich zurück? Ich kriege jetzt die Funktion, die getAlter, die interne Ding. Und wenn ich die jetzt wiederum aufrufe, also sagen wir define getAlter von einer Person als, ich frage Person nach der Funktion Alter. Das ist eine Funktion, die rufe ich einfach auf. Nochmal eine Klammer drumherum. Und jetzt kann ich sagen, getAlter von meiner Person 1. Und das sind die 30. Und jetzt definiere ich define getName von einer Person als, hol dir die Funktion Name und ruf sie auf. Nochmal eine Klammer drumherum. Und das wird der Return-Wert. Und jetzt sagen wir getName von unserer Person 1. Da kriegen wir den Fritz wieder raus. Und jetzt kommt das Spannende, jetzt kommt das Set. Define Set Alter von einer Person und das neue Alter. Da holen wir uns die von der Person die Set Alter Funktion raus und rufen die auf mit einem Zusatzargument, nämlich dem New Alter. Okay, Set Alter von unserer Person auf 50. P1, set Alter von unserer Person 1 auf 50. Ah, sehr schön. Okay, danke schön. Wunderbar. Copy. Paste. Mit Doppelpunkt muss ich die. Ah, nur Alter habe ich die genannt. Genau, Alter, Doppelpunkt. Und dann kommt das da oben nochmal da hinten dran. Set Alter von unserer Person 1 auf 50 und jetzt nochmal getAlter von unserer Person 1, da kommt die 50 raus. So, jetzt probiere ich das noch nach oben, damit ich es nachher habe. Moment. Copy. Paste. Define getAlter. Define getName. Tatsächlich ist das, was ich hier so mal kurz angerissen habe, die Basis von Objektpaketen für Scheme und für Lisp. Das heißt, diese ganzen Scheme-Programmiersprachen, die haben relativ mächtige Objekt-Extensions quasi auf der Library-Ebene, so ähnlich wie ich das jetzt gerade implementiert habe. Und das Ganze dann noch ein bisschen verpackt in schönes syntaktischen Zucker, sodass man sagen kann, make class und make method und define method. Und dann sieht es aus wie eine OO-Sprache. Aber unten drunter könnte es so ähnlich implementiert sein, wie ich das hier gemacht habe. Wobei wir jetzt nicht auf Vererbung eingegangen sind, aber das können wir gleich auch nochmal uns überlegen, wie man das dann macht. Sowas.
Ich werde vielleicht unsere Person noch ein bisschen erweitern. Ich würde da vielleicht noch eine To-String-Methode beibringen. Define To-String. Und da geben wir einfach aus Print, nee, Display heißt es hier, sorry, Display. Ich bin ein Display-Name, Display mit Alter, Display-Alter. Okay, und dann müssen wir das natürlich hier unten in unsere Lookup auch noch reinbauen. If equal Fragezeichen Function-Name toString. Dann liefern wir die toString-Funktion zurück. Und jetzt brauchen wir noch eine Klammer da hinten. Oder vielleicht zwei. Ne, eine. Jetzt habe ich was verloren. Wo ist mein Lookup? Ah, das habe ich da falsch eingefügt. So. Und dann definieren wir hier noch einen toString. Define toString von p, p toString, und das rufen wir einfach auf. So, war's das? Ich glaube, ich habe alles. Okay, nochmal, Start. Ach, das Define, die Demo-Person können wir auch gleich hier reinmachen. Person 1 als Make-Person, Person Fritz 30. Und dann machen wir noch eine Person 2 als Make-Person Bertha 25. Und jetzt schauen wir mal, was er sagt. Also, toString P1. Halt, wo war ich? Wo habe ich meinen Fokus? So, toString von P1. Ich bin ein Fritz mit Alter 30. Und toString P2. Ich bin ein Bertha, blöd natürlich, aber gut, mit Alter 25. Und jetzt können wir sagen, set Alter, Person 2 auf 33, schnell gealtert, und toString P2, und jetzt bin ich eine Bertha mit Alter 33. Also damit könnte man State auch verpacken. Ein Objekt ist nichts anderes als State verpackt, mit Zugriffsmethoden von außen, definierten, weil ich kann nicht zum Beispiel sagen, P2 bla bla, da kommt keine Funktion zurück, da kriege ich dann den Error No Such Methode. Okay, jetzt vielleicht noch Vererbung. Das wäre jetzt Objektorientierung im Sinne von, wie es JavaScript vielleicht auch implementiert. Tatsächlich würde ich dann, bei JavaScript sind die Variablen hier in einem Array drin und ich kann in den Array neue Slots reinbringen. Ja, im Prinzip aber ist es genau das Gleiche. Der Array wird auch indiziert per Name oder per Index, beides geht. Und dann kann ich da eine Funktion reinstecken und kann die wieder rausholen. Das ist JavaScript, nichts anderes. Also im Prinzip das noch ein bisschen mit syntaktisch verpackt. Und dann gibt es noch die Vererbung. Wie macht man Vererbung? Nun, Vererbung macht man dadurch, dass man diese Definition dieser Funktionen trennt von dem eigentlichen Objekt. Hier habe ich ja das Objekt, also seine Private-Variable, Name und Alter, zusammen in einer Closure mit den Funktionen. Und bei einer klassischen klassenorientierten Vererbung wie Smalltalk oder wie Java habe ich die Funktionen in einem Klassenobjekt und nur eine Referenz auf die Klasse vom Objekt selber. Und die Funktionen erhalten dann das ursprüngliche Objekt als Zusatzargument, als Self oder als This-Argument. Bei JavaScript ist es ein bisschen komplizierter, aber im Grunde genommen ähnlich. Ich würde das jetzt nicht ausbauen hier. Wenn Sie es wirklich interessiert, können wir das am Schluss nochmal machen. Ich wollte nämlich gerne ein bisschen weiterkommen. Aber Sie können sich so ungefähr vorstellen, wie man da jetzt weitermacht mit Vererbung. Gut, es gibt noch ein paar Dinge, die ich an der Stelle reinbringen möchte, und zwar einfach, weil sie hilfreich sind und weil wir die später brauchen. Manchmal brauchen wir lokale Variablen innerhalb einer Funktion, dafür gibt es hier auch was. Wenn ich eine Funktion habe, f,
die kriegt ein A und ein B und angenommen, die will jetzt A plus B mal A plus B ausrechnen oder A mal B plus A mal B, irgend sowas, wo sie auf jeden Fall einen Wert mehrfach braucht. Also sie will zum Beispiel ausrechnen mal AB plus mal AB. Geht natürlich schon, aber hier in dem Fall wird dieser Ausdruck zweimal ausgerechnet. Und in Lisp und Scheme und in Smalltalk ist das auch so, weil es eben so dynamisch ist, weil ich alles redefinieren kann. Ich kann ja mal redefinieren, ich kann sogar zur Laufzeit in einer Funktion das redefinieren, wenn ich das wollte. Deswegen macht er ein sehr spätes Binding, das heißt kurz vorm Aufruf wird erst geguckt, was steckt eigentlich dahinter, also sprich wird die Funktion aufgerufen. Das heißt, sowas wie Common Expression Eliminierung und so weiter macht er nicht so gern. Es gibt schon Systeme, die das auch können, die machen ziemlich komplexe Analysen. Meistens funktioniert es dadurch, dass man sagt, man muss ein Modul definieren, innerhalb dieses Moduls darfst du das Mal nicht neu redefinieren und dann kann der Compiler rausfinden, dass dieses Mal an der Stelle konstant bleibt und kann dann eben eine Common Expression Eliminierung machen. Aber uns, Sie brauchen das nicht tun für diese Vorlesung in Ihrer Implementierung dann, sondern wir verwenden hier ein, deshalb bringe ich das jetzt, in Lisp gibt es dafür ein Let, da kann man lokale Variablen quasi für einen Scope, kann man einen neuen Scope aufmachen, Variablen, Geltungsbereich auf Deutsch, indem man lokale Variablen definiert. Also da kann ich zum Beispiel, und die Definition funktioniert so, hier vorne kommt eine Liste rein von Variablen plus initialem Value und hinten kommt wieder ein Body, wie bei einer Funktion auch. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte gerne ein x und das soll nil sein und ich hätte gerne ein y, das soll 10 sein als Beispiel und dann kann ich hinten in dem Body mit x und y rechnen. Also kann zum Beispiel sagen plus y1 als Beispiel. Und in unserem Fall würde man sagen, ich mache ein temp und das soll sein, das soll den initialen Wert kriegen mal ab. Brauche ich jetzt eine Klammer, weil das ist hier nochmal ein Funktionsaufruf. Und jetzt ist es schwierig, wie formatiere ich das jetzt so, dass man es leicht erkennt. Und kann jetzt hier hinten sagen plus tt als Beispiel. Und brauche noch was. Schauen wir mal, ob es funktioniert. F2 von 10 und 20 und da kommt jetzt die 400 raus. Ja, 200 plus 200. Okay. Und könnte man das Let auch anders machen? Könnte man das eliminieren? Könnte man. Man könnte zum Beispiel sagen, das ganze Ding ist nichts anderes als eine Inner Function. Ich kann sagen, define F3 von AB. Und da drin definiere ich ein Lambda, das erwartet ein T, temp. Und es berechnet plus TT, also quasi dieser Body. Und diese Funktion, die ich hier kurz lokal definiert habe, die rufe ich jetzt auf mit einem Argument, nämlich das hier. Und Sie sehen dadurch, dass ich hier schon Copy-Paste machen kann. So. Das ist äquivalent. Das heißt, das Let ist syntaktischer Zucker eigentlich für uns. Ich könnte, wenn ich kein Let hätte, könnte ich durch syntaktisches Umschreiben das auf so eine inner Lambda-Funktion reduzieren und die dann aufrufen mit diesem Argument. Schauen wir, ob es funktioniert. F2 von 10, 20 und F3 von 10, 20 kommt auf 400 raus. Also mit anderen Worten, was ich eigentlich rüberbringen will, ist, dass die Funktion und die Closure, wenn man die zwei Dinge hat, dann kann man eigentlich alles andere, lokale Variablen, Scoping und so weiter, kann man eigentlich alles darauf reduzieren. Das ist vielleicht das Wichtige als grundphilosophische Grundgedanke, den Sie vielleicht mit nach Hause nehmen sollten. Das Let, warte, man braucht jetzt noch eine Geschichte. Und zwar sind es diese Namen. Ich habe das hier oben mit Strings gemacht, einfach weil ich ein interessantes Konzept noch nicht neu reinbringen wollte, was ich jetzt aber tue. Und zwar gibt es in Scheme einen Built-in-Objekt-Typ, der heißt Symbol. Und die Symbole schreibe ich, indem ich hier ein Quote davor mache, A, B, C. Und was ich dann zurückkriege, ist den Namen selber.
nicht das, was daran gebunden ist. Also der Name selber ist auch als Objekt quasi in der Sprache, als, wenn man so will, als Grundelement der Sprache vorhanden. Mit anderen Worten, ich kann sagen, define A als 10. Und wenn ich wissen will, an was das A gebunden ist, dann schreibe ich A. Wenn ich aber das A selber haben will, den Namen A, dann schreibe ich quote A. Okay. Ich erkläre das gleich nochmal in einem anderen, auf einem anderen Weg. Und wir werden es sehen, wenn wir es implementieren, wie das funktioniert. Es gibt in Scheme Symbole. Symbol. Und ein Symbol ist im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie ein String A, B, C. Aber wenn ich zwei Strings A, B, C habe, dann könnten das ja zwei verschiedene Objekte sein. Das wäre mein X und das wäre mein Y, die zwar den gleichen Inhalt haben, aber nicht das identische Objekt sind. Sie kennen das alle von den Programmiersprachen, der Unterschied zwischen equals und ist gleich. Oder in Smalltalk der Unterschied zwischen gleich und gleich gleich. In Java wäre es dann equals und gleich gleich. Oder in JavaScript gibt es, glaube ich, sogar ein Dreifachgleich. Also da gibt es Pointer-Identität versus Inhalt-Identität. Und bei Strings ist Inhaltsidentität nicht notwendigerweise Pointer-Identität. Sie könnten sich einen String zusammenbasteln durch Konkatenieren, AB plus das Charakter C, dann kriegen Sie den gleichen Inhalt in einem anderen String, aber es sind zwei verschiedene Objekte, die nicht identisch sind. Das hat dann Auswirkungen, wenn Sie mutable Objekte haben, also Objekte, die Sie verändern können, wenn Sie zum Beispiel den Charakter an der fünften Stelle von einem String ändern. Die Frage, wirkt sich das auf den anderen aus oder wirkt sich das auf den anderen nicht aus? Also wenn das zwei verschiedene Objekte sind und Sie könnten durch einen Setter zum Beispiel das B durch ein großes B ersetzen, dann wäre in dem Fall so, dass der String verändert wird, der nicht. Ja, und Sie kennen sicher einige Fehler, die man dadurch kriegen kann in Programmen, dass man so Seiteneffekte hat. Man ändert einen String, den man irgendwo her hat, tut da an der fünften Stelle irgendwas reinschreiben und plötzlich ist ein Label ganz anders, wo in einem Button hat sich verändert, weil das zufällig der String war, den man da irgendwie rausgeholt hat oder so. Deswegen verhindert es zum Beispiel auch Java ja, dass man das gar nicht mehr darf, neuerdings. In Lisp gibt es das auch, im Grunde genommen, aber die haben einen extra Datentyp, wenn man so will, dafür und der heißt Symbol. Das sind im Grunde genommen Strings, die man nicht mutieren kann. Und die haben noch eine Zusatzeigenschaft, wenn ich zwei Symbole hole, wenn ich sage, ich möchte das Symbol ABC haben, dann guckt er in einer internen Liste, ob es das ABC schon irgendwo gibt, muss er ja. Und wenn das schon mal angelegt wurde, dann liefert er mir einen Pointer auf dieses Ding zurück. Das heißt, wenn ich zwei Symbols anlege mit dem gleichen Inhaltsstring, sind die automatisch immer identisch. Hm? Also es gibt interne Liste, eine Symboltabelle, wo alle Symbole, die ich jemals angelegt habe im System, drin vermerkt sind, zum Beispiel A, B, C, if wäre auch so eins, define wäre eins, A möglicherweise und wegen mir auch noch set Ausrufezeichen und in unserem Fall auch dieses Unterstrich cons und Unterstrich 0 und Unterstrich 1, alles was ich angelegt habe, alle Symbole werden da drin vermerkt und wenn ich später nochmal nachfrage und sage, ich möchte ein Symbol haben, das A, B, C als Characters hat, dann guckt er zuerst nach, ob es das schon gibt und gibt mir dann eine Referenz auf das Existierende. Wenn es noch nicht gibt, dann legt er Neues an, tut es hier rein, also zum Beispiel XYZ. Und wenn ich später nach einem Symbol XYZ frage, liefert er mir das wieder zurück. Das hat zwei großartige Vorteile. Das eine ist der, dass ich zum einen natürlich vielleicht auch Speicher spare, aber das ist der Nebeneffekt. Der andere Effekt ist, dass ich zwei Symbole nicht über Inhalt equals vergleichen muss, sondern ich kann sie über Pointer-Identität vergleichen. Und das kann das System viel schneller machen. Da muss er nämlich nicht reingucken. Das heißt, wenn er zwei Pointer auf Symbole hat, reicht's, weiß er, das muss identisch sein. Also es ist das gleiche Symbol. Und damit kann man Symbole prima für Hashtables und für Referenzen und solche Dinge verwenden. Das macht das System auch. So, und was macht jetzt dieses Quote hier, das Interessante? Dieses Quote ist eigentlich tatsächlich syntaktischer Zucker für eine Built-in-Funktion. Und zwar gibt es eine Funktion, die ihr Argument nicht evaluiert. Da kommen wir jetzt zur Evaluierungsorder. Wenn ich sage, plus AB und was weiß ich noch, mal C5, was passiert hier eigentlich, wenn ich das so aufrufe? Nun, die Plus-Funktion wird aufgerufen, aber
die kriegt ja schon Argumente, die kriegt nämlich schon A, B und das da, halt das, da habe ich eine Klammer zu viel, und das Resultat von dieser Multiplikation. Das heißt, was wir hier machen, wenn ich eine Funktion aufrufe, werden zuerst die Argumente evaluiert und dann wird die Funktion aufgerufen mit den evaluierten Argumenten. Ja? Ein normaler Function Call, so wird man es ja auch erwarten, so kennen Sie das auch. Es gibt aber ein paar Dinge hier im System, die machen das nicht. Das if ist zum Beispiel so einer. Der if, wenn ich if reinschreibe und ich schreibe hier if, was weiß ich, ist gleich 0, 0. Und ich habe hier hinten zwei Funktionsaufrufe, display hello und display world. Wenn der sich genauso verhalten würde wie beim Plus, dann würde ich ja immer Hello World rauskriegen, ja? Weil er ja beide Argumente zuerst evaluieren müsste und die dann dem if geben. Also kann if keine Funktion sein in diesem strengen Sinn. If muss was Besonderes sein. If muss irgendwie so ein Ding sein, was seine Argumente selber oder was selber bestimmt, welches Argument es evaluiert. If macht nämlich Folgendes: If evaluiert diese Condition, den ersten Teil zuerst. Und wenn da True rauskommt, dann evaluiert es den zweiten Teil und vergisst das dritte Argument. Wenn da False rauskommt, dann ignoriert es den Teil und evaluiert das dritte Argument. Ja? Machen wir es mal, weil da kommt jetzt nur Hello raus und nicht Hello World. Klar, wenn ich aber selber eine Funktion definiere, machen wir das mal define myIf von Condition und dann hat man if-Part und ein else-Part. Ja, if-Part und else-Part. Und jetzt sagen wir, okay, prima, ja, erstens mal ist die Frage, wie soll das funktionieren hier drin? Ich brauche wieder ein if. Ja? Also, der könnte, aber nehmen wir mal an, wir machen es mal so, if condition, dann ip, sieht jetzt sehr rekursiv aus. Aber das ist jetzt eine Funktion. Wenn ich jetzt nämlich sage, my if, und jetzt die Argumente von hier oben wieder mitgebe, copy, paste, dann werden Sie sehen, da kommt Hello World raus. Klar, weil das eine Funktion ist. Das heißt, der wird am Anfang dann alle drei evaluiert und dann wird erst myIf aufgerufen. Woher weiß jetzt der Scheme Interpreter, ob das jetzt so ein Teil ist oder so ein Teil? Nun, das weiß er daher, dass er sagt, das if ist eigentlich gar keine Funktion, ist keine Procedure, sondern so etwas Spezielles. Built-in, mehr oder weniger. Es ist eine Built-in. Und deswegen, und die heißen Special Forms aus dem Grund. Special Form. Das sollte ich eigentlich auf der linken Seite reinbauen. Special Form oder ein anderes Wort für Special Form, Syntax. Das ist nämlich Syntax, das ist nämlich was eigentlich in der Sprache hart verdrahtet ist, dass if, lambda, define und let, ein paar andere, sich nicht so verhalten wie die Funktionen, die ich als User definiere. Die sind vorgegeben, die kann ich auch nicht ändern in Scheme normalerweise. Also in dem da drüben, in dem System hier, in unserem eigenen Interpreter, da war es so, dass die Syntax selber veränderbar ist, aber das ist eigentlich ein optionales Feature, normalerweise muss das nicht sein. So, und ich markiere jetzt gleich mal die Special Forms, die man hier so hat. Das ist eine, das ist eine, das ist eine, die anderen sind, und das natürlich auch, die anderen nicht. Doch, der da unten ist auch eine Special. Und dann gibt es noch eine Special Form, die heißt Quote. Quote. Und da kann ich eben hinten irgendwas reinschreiben, A, B, C, D, E, und der evaluiert sein Ding auch nicht, sondern er gibt mir das, was er kriegt, so wie er es gekriegt hat. Er gibt mir also das Symbol zurück und nicht das Binding. Und was der macht, ist nur, dass er letztendlich die Evaluierung nicht durchführt von seinem Argument. Der kriegt sein Argument, so wie ich es eingetippt habe. Also quasi den AST. Das ist spannend. Ich kann sagen, quote, und jetzt gebe ich ein Programm ein, quote plus 1, 2. Und was kommt da raus? Da kommt jetzt die Liste, da kommt jetzt die interne Repräsentierung von diesem Programm raus, nicht die Evaluierung. Das heißt, da kommt wieder die Liste plus 1, 2 raus. Und quote, weil man das so häufig braucht in Lisp, dafür gibt es syntaktischen Zug und eine Abkürzung. Ich kann schreiben Quote, ein Hochkomma und dann den Rest des Argument plus 1, 2. Und dann ist es das gleiche, wie wenn ich hingeschrieben hätte, Quote ausgeschrieben. Also das ist dieses ominöse Hochkomma. Das ist eine zusätzliche Special Form, Quote.
X und es liefert das X unevaluated. Ist eine Special Form und dann gibt es quasi nochmal eine Special Special Form, das ist quasi das einfache Hochkomma, das ist ein Makro. Also alle Lisps erlauben einem, dass man die Syntax komplett umwandelt, weil man nämlich Prozessoren schreiben kann, die zuerst drankommen, wenn ich was eintippe. Und da hängt ein Makro dahinter, das das umschreibt in Quote. Sehen wir, indem wir einfach mal sagen, was passiert, wenn ich sage Quote, Quote A. Schade, der ist zu schlau. Eigentlich hätte er jetzt hier ausgeben müssen Quote A, aber der Printer ist auch wieder schlau und reduziert es wahrscheinlich wieder zurück. Insofern, gut, wir können ja mal schauen, was rauskommt, wenn ich sage Car von Quote, Quote A. Dann kommt Quote wieder raus. Und Kütter von Quote, Quote A, dann kommt A wieder raus, die Restliste. Also es stimmt schon, also Quote, Quote A ist äquivalent zu Quote, Quote A. Und nachdem das erste Quote sein Argument nicht evaluiert, kriege ich quasi eine Liste bestehend aus den zwei Elementen Quote und A. So, und damit kann ich mit diesen zwei Dingen, mit dem Quote und mit den Symbols, kann ich das da oben anders schreiben. Da kann ich sagen, statt dem String, kann ich sagen hier Quote to String. Also ist, nee, halt, da war es doch, genau, hier auch, Quote Alter und so weiter. Und dann kann ich hier oben, brauche ich kein Equal, was ein Inhaltsvergleich ist, sondern da kann ich hier das EQ nehmen und kann hier Quote Alter nehmen. Also kann quasi auf den Namen direkt, so würden Sie es normalerweise sehen. Und das wäre jetzt optimierter, weil das nämlich kein Stringvergleich mehr ist, sondern das ist nur noch ein Pointervergleich und viel schneller. Okay. Wir werden es nachher sehen, wenn wir den Interpreter selber schreiben. In der nächsten Woche machen wir ja den AST-Interpreter, zunächst einmal vielleicht in Smalltalk, das werde ich nachher noch erklären, warum. Sie hätten die Chance, Sie haben die Chance nicht. Ich wollte Ihnen gerade die Chance anbieten zu wählen, aber das machen wir nicht. Ich mache das in Smalltalk deshalb, damit Sie einfach nochmal eine andere Sprache sehen, die zwar objektorientiert ist, die aber auch viele Konzepte von Lisp drin hat und die ihren Horizont erweitert. Das ist eine sehr hohe Sprache auf einem sehr hohen Niveau. Da brauchen wir uns nicht um Speicherverwaltung und nichts kümmern. Da haben wir auch sehr viele schöne Klassenbibliotheken schon an der Hand. Und die Sprache ist angenehm. Vor allem ist die Entwicklungsumgebung sehr angenehm. Als nächstes, das übernächste Mal werden wir diese Geschichte in C programmieren, auch zunächst mal als rekursiven AST-Interpreter. Dann weitergehen mit Continuation Parsing, sagt Ihnen jetzt möglicherweise noch nichts, aber Sie werden es dann lernen. Da geht es speziell um die Tailcall-Eliminierung, die werden wir dann damit implementieren, dass der das kann. Und der Rest sehen Sie dann weiter. So, wir können uns jetzt mal überlegen, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Wir haben noch viel Zeit. Wir können uns jetzt mal überlegen, wir machen mal einen Lisp-Interpreter in Lisp. Sollte ja eigentlich gehen. Schauen wir mal, ob wir das in einer Stunde hinkriegen. Das Erste, was wir brauchen, ist, wenn Sie sich erinnern, dass hier jetzt ein Programm ist, was immer liest. Der liest meinen Input, evaluiert den und printet es nachher raus. Den Reader werde ich jetzt mal nicht programmieren, das werden wir noch zur Genüge machen. Wir brauchen einen Reader, der ist eigentlich relativ leicht zu implementieren tatsächlich. Also der muss im Prinzip gucken, kriege ich eine runde Klammer auf, und dann ruft er sich rekursiv für jedes Element auf und baut dann mit Cons eine Liste auf. Ja, am Schluss kriegen wir, wenn wir irgendwie A, B, C eingegeben haben, muss der Reader uns sowas liefern. A, B, C und hier hinten eine Nil drin. Bisschen komplexer wird es noch, wenn man dann noch die Dot-Notation implementieren will, also das auch kann der Reader. Und noch komplexer wird es dann, wenn wir noch Zahlen und Floating Point Numbers und solche Dinge mit implementieren wollten. Das machen wir jetzt alles nicht. Wir verwenden jetzt hier einfach mal eine Funktion, die es schon gibt. Die heißt Read. Die kann ich so aufrufen. Und der fragt mich jetzt nach was. Da kann ich jetzt nämlich sagen plus 1, 2, 3. Und dann liest der das für mich und liefert mir das zurück. Jetzt kriege ich schon die Liste so aufgebaut. Und die werden wir jetzt erstmal verwenden. Später, wenn wir Zeit haben, implementieren wir das Read auch noch selber. Das ist relativ trivial. Ich brauche nur einen Character Reader als Basisfunktion, der den nächsten Character liest. Und dann kann ich das darauf implementieren. Also zunächst noch mal zusammenfassend.
der Interpreter, in dem ich gerade drin stecke, der macht im Prinzip folgendes: define REPL als LED. Brauche ich ein LED? Brauche ich nicht einmal. Im Grunde kann er sagen, ist das ein Print von Eval von Reed. Und das Ganze gefolgt von einem weiteren REPL-Aufruf. Und der ist Tailcall, das heißt, der kostet nichts. Und vorne sagt er Display oder Print, ist glaube ich das gleiche. Das hier. Sie sehen ja hier dieses Größerzeichen, das da immer kommt. Jetzt gehen wir mal rein. Jetzt halt, fehlt noch eine Klammer. Eigentlich nicht. Machen wir nochmal neu. Und das definiere ich hier oben gleich, dann muss ich es nicht jedes Mal neu tippen. Stimmt das jetzt mit den Klammern? Ja. Start. REPL. Okay, REPL. Print undefined. Okay, es heißt doch Display. Da ist es größer. Jetzt kann ich sagen plus 1, 2, 3. Ach, der kann kein. Ach, der Eval braucht was. Ich zeige es Ihnen anderen. Das ist im Prinzip ist das Konzept, was ich Ihnen zeigen wollte. Das Problem ist nur, dieses Bild in Eval braucht ein Environment. Da kommen wir mal gleich darauf zurück, was ein Environment ist, weil wir werden es gleich implementieren. Ein Environment ist die Liste der Bindings, der Variable-Bindings als Zusatzargument. Ich habe hier aber einen anderen Interpreter, der nicht so streng ist. Und nehmen wir mal den, nur zum Zeigen. Copy. Paste. Okay, kann der ein Read? Ja. Kann der Print? Print von 1, 2, 3. Ja, kann er auch. Kann er ein Eval? Muss ich quoten? Eval, quote plus 1 und 2. Also der kriegt jetzt quasi eine Expression und soll sie evaluieren. Kann er auch. Also dann kann ich meinen REPL aufrufen. REPL. Jetzt kommt das größer. Jetzt kann ich eine Expression eingeben und dann kommt die 3 raus. Und dann ganz schön, weil vielleicht soll er noch hinterher ein Display, Eval, vielleicht sollte er am Schluss noch sagen, Display a new line. Sowas. Kopieren wir das nochmal rüber. Definieren es hier drin nochmal. Wie komme ich raus? Gar nicht. REPL. Jetzt nochmal. Plus 1, 2, 3, 6. Cons 1, 2, 1, 2. Das wäre jetzt unser Read-Eval-Print-Loop. Sie sehen, wir brauchen nur ein Read, wir brauchen ein Eval und wir brauchen ein Display in dem Fall oder Print. Wir kümmern uns jetzt nur mal um den Eval. Der ist nämlich das Spannende eigentlich. Der Read und der Print können Sie sich vorstellen. Der Print, wenn er eine Liste kriegt, print er da eine runde Klammer auf und dann ruft er sich rekursiv für jedes Element auf und für Zahlen und Symbole und sonstige Sachen printet er sie so, wie sie sind. Gut, wie wäre der Eval? Was muss der Eval machen? Das Erste, was müssen wir im Prinzip das wiederholen, wie ich heute vor 2 Stunden angefangen habe, um Ihnen Lisp zu zeigen. Zahlen evaluieren zu sich selber. Variablen evaluieren zu dem Binding, das sie haben, oder es gibt einen Error. Und Listen sind Funktionsaufrufe, da muss ich rekursiv zunächst einmal die Funktion auf evaluieren und dann die Argumente und nachher die Argumente auf die Funktion auf die Argumente applizieren. Das ist im Prinzip die Aufgabe, die der Eval hat. Also sagen wir mal define eval. Ich mache das jetzt alles groß, damit ich da nicht eval und der kriegt eine Expression e. Und der muss jetzt als erstes mal sagen, okay, was ist das e? Da werden wir sehen, wir brauchen sowas wie is number. Ist das eine Number, das e? Dann ist es ein e. Dann evaluiert er zu sich selber. Schauen wir mal, ob das schon funktioniert. Else error. Unimplemented. Okay, starten wir das mal. Und wenn wir jetzt Eval aufrufen, 1, 2, 3, dann muss groß Eval. Eval 1, 2, 3, dann muss das 1, 2, 3.
Jetzt machst du mir aber schwach. Moment. Wie geht es jetzt hier weiter? Moment, da gibt es irgendeinen Debug. Go. Das war nix. Ich kann das Ding nicht richtig bedienen. Moment. Wieso heißt das Ding Eval? Ach, ich weiß, woran das liegt. Okay, MyEval muss das sein. Der ist Kontext, der ist Case insensitiv. Der sagt Eval und Eval sind das Gleiche. Das ist saublöd. Okay, nennen wir es MyEval. Jetzt. MyEval ist jetzt meine Funktion, hoffentlich. Ja. Da sieht man es auch schon, dass er Case insensitiv ist, weil er hier nämlich einen kleinen MyEval draus macht. Und ich bin sicher, das kann man einstellen. Das ist irgendeine blöde Default-Einstellung, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also gut, MyEval. Das kann ich dann auch klein eintippen. MyEval 1, 2, 3. Kommt 1, 2, 3 raus und MyEval von einem Symbol kommt undefined, weil ich nämlich hier genau in den Error reingelaufen bin. Also jetzt muss ich nach und nach überlegen, was muss mein Interpreter machen, in welcher Situation. Also jetzt muss ich sagen, wenn das ein Symbol ist, was ich kriege, wenn das E ein Symbol ist, dann muss ich ein Binding finden. GetBinding von E. Das haben wir jetzt noch nicht definiert. Und hier wieder ein Else. So, wie implementieren wir Bindings? Also ich habe vorher gesagt, der Define legt ein Binding von einem Symbol zu einem Value an. Gleichzeitig habe ich erklärt, dass Symbole im Prinzip sowas wie Strings sind, die es aber nur einmal in der Tabelle gibt. Die Symbolverwaltung da hinten, die implementieren wir jetzt nicht nochmal, da verwenden wir die im System schon ist, wobei wir sie später mal implementieren müssen, wenn wir es dann in einer anderen Programmiersprache machen, aber für jetzt verwenden wir natürlich Lisp, in Lisp verwenden wir Lisp-Symbole dafür, brauchen wir uns nicht drum kümmern. Aber für die Bindings müssen wir uns was überlegen. Also was ist ein Binding? Sie kennen alle Hash-Tables von Java, das ist genau das, was man dafür verwendet, normalerweise eine Hash-Table. Das heißt, ich habe hier Key-Value-Paare und die Keys sind jetzt die Symbole, zum Beispiel A 10 und unter B habe ich 20 und ich brauche ein paar Operationen, ich brauche ein Add-Binding und ich brauche ein Get-Binding. Später vielleicht auch noch ein Change-Binding für den Set. Vorläufig noch nicht. Und das können wir einfach implementieren als eine Liste. Als eine Liste von solchen Binding-Pairs. Wir können sagen, okay, jedes einzelne Binding wird als sowas hier dargestellt. Und dann machen wir eine ganz lange Liste, die diese Elemente referenziert. Okay, und unser Get-Binding wird da einfach durchsuchen, bis es eins von den Dingen findet. Und unser Add-Binding wird einfach ein neues Binding vorne dranhängen und so ein neues Ding da machen. Und weil wir funktional sind, wird das Add-Binding die alten Bindings nicht modifizieren, sondern einfach eine neue Liste liefern. Eine Referenz auf eine neue Liste, in der das Binding da drin ist. Okay, wird gleich klar, wenn ich es implementiere. Also define. Empty Environment als nil. Ich muss gerade nochmal gucken, ob das nil hier drin ist. Ich habe es schon definiert. Und dann sagen wir define add binding auf ein existierendes. Add binding kriegt ein existierendes Environment. Ich nenne das jetzt Environment. Ein existierendes Environment und fügt vorne an ein neues Binding. Also add Binding von einem existierenden Environment und ein neuer Key und ein neuer Value. So, was macht er? Er erzeugt erstmal die Zelle, so ein Key-Value-Paar, das macht er mit Cons. Cons, Key-Value. Dann kriege ich das. Dann legt er so ein neues Element an, was aus dieses Key-Value-Paar referenziert. Das heißt, da mache ich wieder ein Cons.
dann habe ich das Ding vorne drin und hinten das existierende Environment. Das zweite Argument wird dann das Environment. Fertig, das war's schon. Und das liefert er zurück, das ist der Return-Wert. Probieren wir es aus. Also ich sage, define my environment als ein empty environment. Ah, wenn man sich vertippt. Define my empty environment. Bin ich aber blöd. Ach, der will ein Auge. Ja, saublöd. Sorry. So muss ich es natürlich machen. Das empty environment ist nil, das war keine Funktion. Das will ich nicht nochmal eintippen. Copy, start nochmal. Jetzt probieren wir es nochmal aus. Auch keine Funktion. Doch, dann machen wir da schon eine Funktion raus. Okay, die liefert jetzt ein empty environment zurück. So kann man es machen. Paste. So, jetzt habe ich my environment und ist natürlich nil. Ist klar. Empty environment. Und jetzt probieren wir unsere add binding. Und wir haben my environment als erstes Argument und das Key soll mal sein A. Da muss ich Quote davor machen, weil wenn ich hier A schreibe, dann wird es auflösen. Ich habe aber gerade kein Binding für A, das wird einen Error geben. Also muss ich sagen Quote A. Quote A. Und der Value soll 10 sein. Und was kriege ich? Ich kriege eine Liste bestehend aus einem Const. Ich kriege jetzt genau das hier zurück. Ja? Das A.10 ist das hier. Und das erste Element. Okay, sagen wir da, make define, das wäre jetzt mein Environment mit A, als genau das, was ich hier eingetippt habe. Copy, paste. Und jetzt hätte ich ein Environment mit A. Nein, Environment mit A. Bin C verseucht. Bindestrich geht in Lisp. Also Sie können als Symbole können Sie alles angeben, was nicht Zahlen sind. Weil das interpretiert er als Zahl. Aber Sie können da 10 minus Wörtsch und auch noch Ausrufezeichen und sonst was reinmachen. Na, die Hochkommas gingen wieder nicht. Dumm. Aber das wäre alles möglich. Bloß das ist jetzt nicht möglich. Jetzt hat er sich irgendwie ver... Ach, der liest noch was, genau. Weil nach dem Quote liest er. Das ist klar. Aber das wäre jetzt, das wäre zum Beispiel ein legaler Identifier in Scheme. Und genauso wie plus, mal, Fragezeichen ist gleich, das geht alles. Also Sie können da relativ kreativ sein in Ihrer Namensgebung, was Vor- und Nachteile hat. So, add binding. Wir waren also beim Environment und zwar das Environment mit A, Unterstrich, mit A, das war das. Und jetzt sage ich define ein Environment, machen wir mal mit Bindestrich, mit B als addBinding. Da geben wir unser Environment mit A an und dann sagen wir noch ein B und das soll 30 sein. Ja klar, Quote wieder vergessen. Copy, paste, Quote B, das ist der Name B, nicht der Inhalt von B. Also denken Sie sich einfach immer, wenn Sie den Namen brauchen, Quote davor. Okay, und jetzt haben wir ein Environment mit B und da ist jetzt B und A drin. Das ist jetzt vorne dran gehängt immer, so haben wir es ja aufgebaut. Unser Environment wird immer so aufgebaut, dass es vorne dran hängt. Das hat den Vorteil, dass unser Environment mit A unverändert ist. Weil unser Environment mit A zeigt jetzt im Moment, muss ich es mal richtig machen, wir haben angefangen mit einem leeren Environment. Das war das Empty. Das liefert mir nur, das ist nur nil. Dann kommt das Environment mit A. Da habe ich die zwei Zellen dazugefügt. Da ist ein A drin und da war das 10 drin. Und da habe ich die nil hinten dran, das zeigt da drauf. Das macht. Na, ich tippe es hier oben ein. Können Sie es auch mitnehmen? Define Environment mit A als add binding das empty environment. Definieren wir das auch kurz. Define empty environment als empty environment.
Und dann sagen wir hier add binding, das erste Argument ist das EE, dann kommt das A und die 10. Und dann sagen wir define environment, eigentlich müsste ich es nennen environment mit A und B als add binding auf environment mit A, dann kommt quote B und dann kommen die 20 noch rein. So, so wollten wir es mal haben, Start. Und jetzt das EE ist unser leeres Environment, das Environment mit A ist das hier und das Environment mit B, mit A und B, Environment mit A und, blöder Name, B. Ich bin zu doof. Okay, okay, jetzt will ich es nicht nochmal eintippen. Copy, paste. So. Also, Sie sehen, er baut es immer voll. Environment mit A war das hier. Das Environment mit B, das ist spannend, eben funktional wieder. Wir, im Gegensatz vielleicht zu einer Hashtable. In einer Hashtable wird ja da reingeschrieben. Hier tun wir immer vorne was dran. Das, wir werden noch sehen, dass das toll ist. Weil wir nämlich dann scopen können, indem wir einfach vorne was dranhängen und wir modifizieren nichts mehr. Wenn wir aus dem Scope wieder rausgehen, müssen wir bloß den Pointer wieder aufs Alte setzen. Das zeigt dann noch, das passt dann noch. Also später dann, wenn wir Nested Scopes implementieren. Also Environment mit A und B ist dann einfach nur, ich mache eine neue Zelle mit B und 10 drin und der Rest von dem Ding, der zeigt auf blub, auf das Ding. So habe ich es jetzt gerade implementiert. Das heißt, das Environment mit A zeigt immer noch da drauf, das Binding und der zeigt da drauf. Gut, jetzt haben wir also mal was, um Bindings aufzubauen. Jetzt brauchen wir eine Funktion, um wieder was rauszuholen. Also define getBinding aus einem Environment und da brauchen wir bloß einen Key. Was müssen wir sagen? Also wir kriegen einen Pointer auf das. Jetzt sagen wir erstmal, wenn es nil ist, haben wir es nicht gefunden. Also if equal das Environment nil, dann können wir jetzt einen Error raisen vielleicht. Machen wir mal Error. Error no such binding. Andernfalls müssen wir reingucken, ob die erste Zelle, oder eigentlich jetzt hier dieses env, env ist ja eine Referenz auf diese Zelle hier, ob das deren Char der Key ist. Also if equal der Char vom Char von env. Und weil das zu kompliziert ist, verwenden wir jetzt unser tolles let. Wir sagen let first cell, first binding als char von environment. Und jetzt können wir nämlich sagen if equal der char vom first binding. Jetzt sieht es schöner aus. Wenn char vom first binding gleich dem key ist, den wir suchen, dann ist der return-Wert von getBinding der Cutter vom First Binding. Ja, da lacht er. Ansonsten ist getBinding das, was wir im Rest finden würden. Schauen wir im Rest nach. Also wir haben hier den Cutter von unserem Environment und da suchen wir nach Key. Jetzt machen wir es schöner. Nehmen wir mal das Let wieder her. Sie sehen schon, more bindings oder rest bindings. Rest bindings ist ja dann Cutter von environment. Jetzt wird es vielleicht deutlicher. Vielleicht auch nicht. Und dann sagen wir get binding vom rest bindings. Also ich versuche es noch einmal schöner aufzumalen hier, indem ich das Bild einfach nach links flachklopfe, dann sehen Sie es ganz leicht, wo die Rekursion passiert. Also hier ist unser Environment mit B und der hat ja eine Referenz auf den hier in seinem Cutter und im Char hat er eine Zelle, die B auf 20 mappt. So sieht ja unser Environment mit A und B aus. Sie sehen es hier nochmal, sind zwei Elemente drin in der Liste. Zwei Elemente in der Liste. Das erste Element ist ein Cons bestehend aus B.20 und das zweite Element ist A.10.
Und wenn wir jetzt suchen, holen wir uns das erste Binding raus erstmal. Das ist das da, haben wir eine Referenz auf den. Und holen uns das Rest-Bindings, das wäre dann quasi das hier. Also, dann schauen wir in dem First-Binding nach. Ist der Char vom First-Binding gleich dem Key, den wir suchen? Wenn ja, ist der Return-Wert des Cutter, nämlich die 20. Ansonsten suchen wir in den Rest-Bindings nach dem gleichen Key. So, das mit dem Rekursiv, Sie sehen schon, das nimmt überhand. Ständig müssen wir rekursiv denken, weil wir keine Loops und nichts haben. Aber hat auch was. Es hat was, finde ich. Okay, jetzt sagen wir also getBinding. Schauen wir mal, ob es schon kann. getBinding in unserem Environment, Environment mit A. Suchen wir jetzt, was ist der Value von A? Oh shit, was sagt er denn? Ach, da habe ich eine Klammer falsch gesetzt. Ich will ja equal car von firstBinding mit dem. Sorry, mein Fehler. Das merke ich mir aber nochmal. Copy. Start. Da kommt die 10 raus. Sehr schön. getBinding in unserem Environment mit A. Suchen wir mal nach B. Da kommt ein Error. No such binding. So haben wir es erwartet. Jetzt suchen wir mal in dem anderen. getBinding. Sorry. Oh, Ctrl-Z. Right. Alt-Z. So. Hier unten bin ich. getBinding in unserem Environment. Environment mit A und B, suchen wir mal nach dem B, kommt die 20 raus und suchen wir nach dem A, das muss er trotzdem finden. Quote A, kommt 10 raus. Wunderbar, also das passt, sehr schön. So, und jetzt hätten wir jetzt, kleiner Exkursion war das, nur für unseren Eval brauchen wir das, weil unser eigener Eval, hoffentlich habe ich den nicht verloren, da unten. Das machen wir mal nach unten vielleicht hier. Damit es nachher logisch besser nachzuvollziehen ist. Und dann mache ich mal einen Kommentar noch rein. Wie gehen Kommentare? Ich glaube Semikolon. Bindings. Ich hoffe, dass das Semikolon ist. Ja, sind Semikolons. Okay, und jetzt kommt hier unser Evaluator. Warum macht er das jetzt so blöd? Okay, Paste. Also define eval. Zunächst einmal brauchen wir überhaupt eine Welt. Also define the world als ein empty environment. Und dann, dass wir spielen können, dass wir was zum Spielen haben in unserem Evaluator, tun wir mal ein paar Demo-Values rein. Das heißt, wir sagen add binding the world. Und da wollen wir sagen, A soll 10 sein wieder. Und das gleiche nochmal für ein B, dann können wir noch ein bisschen damit spielen. Brauchen wir ein B, dann machen wir 20 rein. So, jetzt war es aber so, dass das AddBinding funktional ist. Das heißt, der liefert jetzt wieder ein neues Environment. Das heißt, eigentlich möchte ich jetzt the world ändern. Da käme jetzt wieder unser destruktives Set. Set the world als AddBinding zu der alten world. Und dann kommt nochmal einer, set. Der hat übrigens ein Ausrufezeichen, weil er so als gefährlich gilt. Sobald man irgendwo eine Funktion hat, die Ausrufezeichen hat in Scheme, weiß man, dass man nicht mehr funktional ist. Das ist der Sinn. Sieht man sofort, kann man nach Ausrufezeichen greppen und weiß, das ist kein funktionales Programm. So, und jetzt haben wir Eval und da kommt ein Environment mit und jetzt geht es genauso wie vorher. Also der Eval, wenn er eine Number kriegt, das haben wir ja alle schon gehabt, dann evaluiert die sich zu sich selber. Wenn er ein Symbol kriegt, dann sucht er nach dem Binding für dieses Symbol. Schauen wir mal, ob es läuft. Weil wenn wir jetzt myEval aufrufen, myEval, und wir geben dem das A, also quote A, ich will ja nicht, dass der Scheme jetzt schon evaluiert. Der weiß ja nichts vom A, ich habe ja kein A. Schauen wir nochmal. Da gibt es kein A, das ist alles da in unserem Scheme in Scheme. myEval von quote A, getBinding, arity mismatch. Ja, was heißt das? Ja klar, ich brauche zwei Argumente, ich brauche ein Environment und ich brauche ein Key. Das erste ist das Environment, das wird natürlich hier the world sein. Okay, und das kopieren wir nochmal. Copy, Start. 10, my eval, B, 20, wunderbar. Jetzt sind wir schon fast so weit, wir können nämlich jetzt sagen, my eval read.
Okay, jetzt kann ich was eingeben, Expression A, und dann kommt 10 raus. My Eval von Reed. Jetzt gebe ich B ein, jetzt kommt das raus. Wunderbar. So weit, so gut. Wir können also schon mal Konstanten und Symbole, Variablen. Jetzt kommen die Funktionen. Fangen wir an mit den Built-in-Funktionen. Die erste Built-in-Funktion, die wir implementieren wollen, also da können wir hier jetzt sagen, okay, if cons, Fragezeichen, gibt es das? Moment, muss ich gucken, cons. Nee, pair heißt das, glaube ich, hier. Okay, pair. Pair liefert true, wenn man so ein Ding hat. Also zum Beispiel kann ich sagen, bist du ein Pair? 1, 2, 3, dann sagt er, nö, ich bin kein Pair. Bist du ein Pair? Cons, 1, 2, dann sagt er ja. Und vor allem, was interessant ist, bist du ein Pair the world? Kommt natürlich auch, world, kommt natürlich auch true zurück, weil wir es als Pair implementiert haben in unserem Ding. Also, dann muss ich hier sagen, als nächstes in unserem Eval, wenn ich ein Pair kriege, also wenn das, was ich zu evaluieren habe, ein Pair ist, dann mache ich mir das Leben einfach. Ich sage my eval list von E. Und ansonsten Error. So. Oder nennen wir es nicht List, sondern nennen wir es my eval function call. Gut, wenn ich das jetzt ausführe, gibt es natürlich gleich einen Error, wenn ich jetzt sage my eval von read und ich tippe da ein function call ein. Also angenommen, ich will jetzt hier plus 1, 2 evaluieren lassen oder plus AB, könnte ich ja theoretisch schon. Da lande ich jetzt in myEvalFunctionCall, habe ich noch nicht definiert, muss ich jetzt machen. Also, define myEvalFunctionCall von E. Und was müssen wir machen? Wir kriegen jetzt sowas wie plus AB oder wegen mir auch wie if oder vielleicht sogar ein define als Liste. Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen gucken, was ist denn das Ding da hinten drin? Ist es ein Special? Ist das eine Special Form? Dann müssen wir die hier auch Special behandeln. Also wir holen erstmal die fn raus. Let fn car von e. Und jetzt kommt eine große Fallunterscheidung, ein Switch oder ein Case, wie immer Sie es nennen wollen. Der sagt, if equal, Fragezeichen, das fn, kämen die alle. Ich mache jetzt mal nicht alle, ich mache mal bloß der if für heute, weil so viel Zeit haben wir, glaube ich, gar nicht. Wann ist denn Schluss? Dreiviertel Stunde haben wir noch, gell? Okay, super, da kommen wir noch weit. Also wenn es ein if, dann sage ich my eval if. Ich mache es jetzt mal einfach, my eval if wenn e. Und dann sagen wir if equal fn, machen wir gerade die wichtigsten, define. Dann sagen wir my eval define, die sind alle, die gibt es alle noch nicht, aber Sie können sich vorstellen, wie es weitergeht. Deswegen kann ich das jetzt mit Copy-Paste machen. Copy-Paste. Also, was brauchen wir noch? Wir brauchen den if, wir brauchen einen Lambda. Wobei, den machen wir vielleicht heute nicht mehr, das, so weit kommen wir nicht. Der define haben wir. Set noch, genau. My eval Lambda. Und ich weiß nicht, ob er das nachher umbricht, wenn ich, ob das einen Pretty-Printer gibt. Ja, vielleicht. Ja. Machen wir es selber. Ich glaube, der kann das irgendwie umbrechen, aber bevor ich das jetzt gefunden habe, habe ich es auch schnell selber gemacht. Was haben wir gesagt? Set. Dann kommt myEvalSet. Wobei den Set wollte ich eigentlich noch ein bisschen nach hinten schieben, weil da braucht man ein Environment, was man modifizieren kann. Das haben wir noch gar nicht. Wir haben bisher bloß ein funktionales Environment. So, und ansonsten können wir sagen, das machen wir noch plus dann noch rein vielleicht. If equal fn quote plus, dann sagen wir my eval plus von e und das reicht jetzt erst einmal. Ansonsten sagen wir my eval user defined, weil dann ist keine built-in. Haben wir alles noch gar nicht. Start und jetzt sagen wir my eval von read. Und ich gebe jetzt mal ein plus 1, 2. Jetzt landet er wahrscheinlich my eval plus. Und das habe ich natürlich noch nicht definiert. Klar, muss ich jetzt vielleicht machen. So, jetzt muss ich mal überlegen, was muss ich beim plus machen? Also, define my eval plus von einer Expression e.
E ist ja immer noch das, der Gesamte, also da ist das Plus auch noch dabei, weil das habe ich hier noch nicht abgeschnitten. Könnte ich eigentlich hier gleich abschneiden, weil der Plus braucht das Quote Plus, also den Funktionsnamen oder die Funktion selber, braucht er eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, ich könnte ihm hier sagen, ich nehme gleich den Cutter. Und dann kommt hier schon die Argliste vorbei als Resultat. Und nehmen wir mal an, der würde jetzt einfach mal die Argliste zurückliefern als Return-Wert. Dann haben wir schon ein Plus, was zwar nicht das tut, was man so erwartet, aber immerhin, er tut was. My Eval von Read und ich gebe ein Plus 1, 2. Was kommt dann? Die Restliste 1, 2. Klar, das ist die Argliste hier drin. Also was muss der jetzt da innen drin machen? Jetzt wird es spannend, weil, ja, machen wir mal der einfache Fall. Sehen wir mal an, wir sind nur naiv und sagen, ha prima, gut, wir sagen Plus. Arglist, und zwar das erste Argument, machen wir erstmal ein Plus, was nur zwei Argumente kann, fix. Also das heißt, wir holen hier den Car raus. Ach komm, gibt es einen First schon? Ne, gibt es nicht, das definieren wir hier mal kurz. Das ist hilfreich. Define First als Car und Define Rest als Cutter. Das habe ich doch vorher schon mal versucht. Da ging es nicht, aber jetzt geht's. Okay, und da können wir auch gleich define second von einer Liste als, das ist der Car vom Cutter. Oder mit anderen Worten, first vom Rest von der Liste. Und wenn wir das haben, Start, na, da habe ich jetzt einen Fehler noch, da kann ich hier schreiben first von der Arglist plus second von der Arglist. Start. Und jetzt kann unser Eval, my Eval read, jetzt kann er schon plus 10, 20 ausrechnen. Kommt 30 raus. Cool. Das, was er noch nicht kann, my Eval read, was er noch nicht kann, ist plus 10a. Warum kann er es nicht? Nun, der muss hier, die Argumente kriegt er ja noch aus dem Source Code quasi, also aus dem ursprünglichen Programm, der muss die erst evaluieren, der kriegt hier ein A als Argument. Also muss der hier das Eval rekursiv aufrufen. Das ist der Trick. Der muss hier my Eval aufrufen. Und hier muss er auch wieder my Eval aufrufen. So, wenn da jetzt ein A kommt an der Stelle hier drin, dann ruft er myEval rekursiv auf. In dem Fall kommt er beim Symbol vorbei, holt das Binding, liefert das Binding zurück und aus diesem ersten rekursiven Aufruf kommt dann der Value von A zurück. Der zweite, das, da habe ich eine 10 drin, das habe ich damit abgefangen, dass das Num, dass eine Zahl zu sich selber evaluiert. Geschickt, dass wir das so definiert haben. Tatsächlich haben wir es genau deswegen so definiert, damit es nachher funktioniert. Moment, das war falsch. Ctrl-Z. Genau deswegen ist das auch so definiert, dass hier unten, warum komme ich jetzt hier nicht weiter, dass Zahlen zu sich selber evaluieren, damit genau dieser rekursive Eval nachher funktioniert. Und eben auch Symbole zu ihrem Binding evaluieren, auch damit es funktioniert. So, jetzt haben wir das drin, probieren wir es, Start. My Eval von Read und ich gebe ein plus A10 und kommt 20 raus. Und ich kann auch sagen, my Eval von Read und ich gebe jetzt mal den Namen A ein und dann kommt die 10 raus. Also sieht gut aus, prima. Das war der Plus. Jetzt, Sie können sich vorstellen, das Minus mal geteilt und diese ganzen Built-in-Sachen, die gehen alle gleich. Vielleicht brauche ich noch, ich brauche noch ein Equal, damit ich nachher eventuell mal eine rekursive Funktion, sowas wie Fakultät, my Eval Equal, von Arglist. Ja, und Sie sehen hier natürlich auch schon, also wenn ich jetzt von vorher unsere Piano-Numbers nehmen würde, dann könnte ich die jetzt hier rein verdrahten. Und dann bräuchte ich in unserem Lisp-Interpreter gar keine existierenden Funktionen. Aber so, wie ich es jetzt mache, implementiere ich natürlich ein Eval mit Funktionen basierend auf dem Implementierungssystem. Ich implementiere es gerade in Scheme und in Scheme gibt es schon ein Plus und das verwende ich hier, um ein Plus zu implementieren in dem nächsten Level von unserer Meta-Hierarchie, ne? in unserem Interpreter. Ja? Also mit anderen Worten, ich will ja hier eigentlich einen Interpreter implementieren from scratch und Sie sehen, ich kann es nicht from scratch.
weil ich Plus brauche. Ich brauche irgendwo die Basisfunktionalität, um mit den primitiven Operationen umzugehen. Und entweder ich definiere alle Funktionen jetzt als Peano oder sonst irgendwelche Numbers, dann könnte ich das umgehen. Dann wäre es natürlich nachher arschlangsam, aber von außen wird es nicht so aussehen. Oder ich gehe jetzt hier auf das Implementierungssystem runter. In dem Fall Lisp. Wenn wir es dann in Smalltalk nächste Woche nochmal machen, dann verwenden wir natürlich die Smalltalk-Addition, um die Addition in Lisp zu implementieren. Wenn wir es dann in C machen, dann verwenden wir die C-Addition, um das Lisp zu implementieren. Wobei C natürlich wiederum auf eine Maschine runtergeht. Und wenn wir irgendwann mal dazu kommen, dass wir den Maschinencode-Compiler haben, dann sind wir wirklich auf der nackten Maschine, dann gehen wir auf eine Assembler-Instruktion, die Addition implementiert. Aber jetzt ist das natürlich irgendwo so eine Rekursion, die eigentlich nicht ganz aufgelöst wird. Wir definieren Plus als Plus, wobei das aber zwei Levels sind. Und man muss jetzt aufpassen, dass wir immer die Levels nicht durcheinander bringen. Wir sind in der Implementierungssprache und wir sind in der Sprache, die wir implementieren. Das ist jetzt die gleiche. Das macht es besonders schwierig, diese Levels nicht zu vermischen. Ja. Okay, also jetzt habe ich my eval equal, da muss ich hier vielleicht noch ein if dazu machen, den kopiere ich mir mal raus, copy, paste, if equal, equal, dann rufe ich hier my eval equal auf, deswegen habe ich jetzt überall auch my davor geschrieben, damit man nachher die Meta-Levels nicht durcheinander bringt, my eval equal, und dann brauche ich noch eine Klammer hier an der Stelle, so. Schauen wir mal. Halt, ja doch, müsste schon gehen. Also, my eval von. Ach, das ist mir jetzt zu viel zum Tippen jedes Mal hier. Deswegen sage ich einfach mal define m ohne Argument als my eval von read. Und dann kann ich nämlich nachher einfach m schreiben. Und jetzt sagen wir also, wir wollen sagen, is equal a 10. Tut schon, funktioniert. Und m equal a b müsste false kommen, tut auch schon. Also das kann er jetzt auch schon, prima. Kann er übrigens auch schon nested? Ja, natürlich. Also ich kann schon schreiben, plus a plus b 10. Zwei nur. Funktioniert auch schon. Weil dieser Eval natürlich wieder rekursiv wieder bei einem Plus vorbeikommt und das auch wieder evaluiert. Also funktioniert schon. So, jetzt käme der if dran. Der ist spannend. Geht natürlich noch nicht. Also wenn ich sage if, ja was, if, doch weg mehr, if equal, Fragezeichen 10a, dann liefere 20, ansonsten liefere 40. Funktioniert noch nicht, weil my eval if noch nicht definiert ist. Klar, hier oben sieht man. Copy, machen wir es if. My eval if. So, was muss das eval machen? Na, da kommt jetzt das Spannende, deswegen ist es eine Special Form. Der muss jetzt den ersten Teil von seinem, habe ich den if noch irgendwo hier, der muss jetzt die Condition evaluieren und wenn da true rauskommt, evaluiert er den if-Part und liefert das als Return-Wert, ansonsten liefert er den else-Part. Also evaluiere, der sagt also eval. Und tatsächlich habe ich jetzt hier wieder so eine strange Rekursion, weil jetzt den if, brauche ich den inneren if. Also if my eval first von Argument, jetzt machen wir vielleicht ein let noch drumherum, let condition first von arglist. Dann haben wir den if-Part, second von arglist. Und dann haben wir noch einen else-Part, third von arglist. Und third definieren wir auch gleich. Third brauche ich hier oben irgendwo. Da. Define third von einer Liste L als das erste vom Rest von der L. So. Und dann haben wir hier unten, sind wir hier unten wieder weiter, also das haben wir die if-Teile auseinander, also wir evaluieren die Condition, if-eval-Condition, dann liefern wir my-eval vom if-Part, ansonsten liefern wir my-eval vom else-Part. Das war das Ende vom let, das ist das Ende vom define. So, m. Also, if
equal A10, dann wollen wir 230 wegen mir, 340 sehen. Aha, was sagt er hier? No such binding. Das wäre die Geschichte, warum der gerade nichts geprintet hat. Jetzt wollte ich aber eigentlich dieses Begin, und das Ganze habe ich nur erzählt, um das Begin einzuführen, und das Begin braucht, wenn ich jetzt hier drin. Weil jetzt habe ich jetzt die Fragen leider. Ich muss jetzt als erstes mal sagen, was haben wir da eigentlich drin. Hier oben bei dem No Such Binding, wo waren wir? Da oben. Ja. Da möchte ich nämlich eigentlich sagen, Begin. Begin, Display, no such binding, ein Error gibt es gar nicht, das war dann der Error, dass es kein Error gibt. No such binding, Doppelpunkt, und dann kann ich sagen, Display den Key, den ich gesucht habe, und dann kann ich nochmal Display a new line, und das geht so, und dann hinterher machen wir einen Error, was ein Error wird. Keine Funktion, die Error heißt, und deswegen, wenn ich dann Error aufrufe, kriege ich einen Error, so kann ich einen Error erzielen. Okay? Weil ich will hier irgendwie einen Error reporten und meine Interventionssprache. Okay?
Okay, ich könnte einen Error definieren, aber dann müsste ich die Longjump irgendwie machen, dann könnte ich rauskommen. Das macht genau der. So das funktioniert dann nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte nur sagen, welches Binding eigentlich nicht funktioniert hat. Und jetzt probieren wir es nochmal mit unserem If. Ja. In. Und sagen if, ja, jetzt kriegen wir vielleicht einmal kopiert. So. Equal A10, dann 200, dann schon 400. Da drin geht kein Copy, wenn ich es vielleicht nicht mehr kann. No such binding if. Ach! No such binding if. Ja klar. Ist bei Scheme immer ein guter Einsatz. Jetzt fragen, warum ich das kann. Die Bodies von Defile, die Bodies von Lambda und die Bodies von Netty haben einen impliziten Begin. Da kann ich immer, wir können so schreiben, wie wenn da ein Begin von wo wäre. Das macht, das ist auch syntaktisch so super, oder wir. Ne? Eigentlich müsste ich schreiben Begin, weil so wie ich es bisher definiert habe. Aber da kann ich also hier in einem Let und in einem Defile und in einem Lambda kann ich halt mehrere Expressionen schreiben. Und vielleicht noch ein Unlein. Sie haben das auch alles nachvollziehen, wenn Sie jetzt die Baggerei. Da können wir vielleicht noch sagen, if tracing, wenn wir so Trace Flex dann durchschalten. Das werden Sie das mit Sicherheit brauchen. So, M. Das habe ich X-If. X-If. Machen wir einfach mal X-If ohne Argument. Das habe ich nicht hin. M. X-If. Ich darf gerade versuchen, das Bein umzudrehen, weil ich hier rechne, dass weiter zu viel ist. Ich habe mir mal das Mikro anschauen. Dankeschön. Also das wird auch rausgeschnitten, rausgeschnitten, unsere Debug-Session.
Also für mich sieht es hier noch gut aus. Jetzt müsst ihr doch in mein MyEvalIf kommen. MyEvalIf, da machen wir jetzt auch mal einen Display. Und das habe ich noch XIF drin, gell? Nee, das habe ich wieder normalen IF. In IF kommt da auch noch rein. Ach, ich bin natürlich doof. Entschuldigung, das habe ich versemmelt selber. Und zwar hier bei Eval Plus und Eval Equal habe ich ja immer schon den Rest hier gebildet. Ne? Wir haben gesagt, okay, der kriegt schon die Argliste. Ja? Aber hier oben, so kommt's. Hier oben habe ich das eh noch übergeben. Und damit kriegt er quasi die gesamte Liste und da war das if noch vorne dran gehängt. Als Argument. Also ich müsste hier schon auch sagen, ich mache hier Funktionen, mache hier die Arglist. Vielleicht hole ich mir die Arglist hier schon raus. Arglist als Rest von E. Bitte? Du verstehst? Oder nicht? Dann kommt, weil ich darf hier nicht das E übergeben, wenn ich da unten dann mit First, Second, Third drauf losgehe. Weil der hat dann hier Eval rekursiv aufgerufen und damit hat er versucht, tatsächlich das IF nochmal zu evaluieren. Und deswegen hat er kein Binding gefunden. Na gut, Sie sehen, also man ist nicht davor gefeit, Arglist Fehler zu machen. Wir sind alle Menschen und machen Fehler. Deswegen schreibe ich jetzt hier überall Arglist hin. Arglist, Arglist. Und eigentlich müsste man sogar Unevaluated Arglist nennen, weil das ist das nämlich eigentlich. Also nennen wir es mal U-Arglist. Nicht evaluiert. So, und hier ist es nämlich auch eine nicht evaluierte Arglist. Oh, jetzt habe ich was angefangen. So, okay. Nein, jetzt aber. Bitte? So, M. Ja, ich habe hier auch keine IDE so richtig. Ne? Das ist ein bisschen if, 1, 2, 3. Und jetzt sagt er, if, ja gut, in if, er hat, ja, jetzt müsste man natürlich wissen, was dieser if damit macht eigentlich, wenn er kein true oder false kriegt. Der ist nämlich ziemlich tolerant. Der sagt nämlich, alles was nicht true ist, ist false. Und deswegen kam, oder sagt er, alles was nicht false ist, ist true, ist klar, gell? Schauen wir mal, if 1, 2, 3, okay, dann kommt 2 raus und sagen wir mal, if false, 2, 3. Also der ist sehr tolerant, der sagt, alles was nicht false ist, ist true. Und genau deswegen konnten wir hier mit unserem if 1, 2, 3 hier innen drin punkten. Können wir sich jetzt überlegen, ob das schön ist oder nicht. Also wir könnten zum Beispiel sagen, das ist ja hier noch die unevaluated condition. Und das ist der unevaluated if part und das ist der unevaluated else part. Und jetzt könnte man sagen, okay, let die wirkliche Condition, da rufen wir uns mal hier rekursiv auf. Copy. Und dann machen wir hier, können wir hier schreiben, tatsächlich Condition. Brauchen wir noch eine Klammer. Und jetzt, bitte? Da muss UCont richtig. Danke. UCont. Und jetzt können wir hier, aber bevor wir das machen, können wir einfach nochmal einen Check machen. Jetzt machen wir Type-Check, machen wir Type-System rein und sagen, if, was sagt, da gibt es sicher ein Boolean. If not Boolean, Fragezeichen von, nein, das müssen wir da drinnen machen halt. Hier muss es rein. If not Boolean von Condition, dann Error, wieder unser berühmter Error, else nil. Und wenn man das häufig braucht, dass man eigentlich gar kein else braucht, da gibt es hier auch noch syntaktischen Zugang. Man kann sagen, unless Boolean, das wäre ein if not. Oder man kann sagen, when. Also unless Boolean, dann Error. Da fliegt es da unten raus. Oder man kann schreiben, when not Boolean Error und dann brauche ich den wiederum nicht. Dann habe ich bloß ein Argument. Das wäre quasi der if. Der hat aber auch void.
als Return-Wert. Das ist ein Void. Den kann man nicht als Expression verwenden. So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, richtig. Ah, das war blöd mit dem U, gell? Da habe ich mal was einkandelt. Okay. So, M. Und jetzt nochmal if 1, 2, 3. Jetzt kriegen wir einen Error um die Nase. Also doch if. Also gibt es das Unless nicht? Undefined. Was habe ich da bloß für... Was jemand machen könnte, ist einfach in Ihrem Dokument in der ersten Zeile ein Raute lang Scheme. Ah ja, genau. Das ist nämlich gar kein Scheme, was ich hier gehabt habe. Raute lang Scheme. Das ist irgend so eine Minimal, was weiß ich. Die haben nämlich verschiedene Sprachen für Education. Da gibt es so verschiedene Levels, wo die dann auch unterschiedliche Sachen erlauben. Weil sie gedacht haben, man muss die Leute erstmal einschränken und kann ihnen dann hinterher nach und nach Schritt für Schritt mehr geben. Was jetzt aber schon blöd ist. So, ich denke mal, was war das vorher, when? Wobei mir das unless hier besser gefällt. Unless Boolean. Einer zu viel Error. So, Start. Heißt das jetzt, wir sind vom Regen in die Traufe gekommen? Ah, aber eigentlich ist das Referenzstandard 5. Kombo. Sprache als Quelltext ermitteln, das ist doch mal gut. Schauen wir mal, was er sagt. Nee. There can be only one expression in the... Ich glaube, es sind wir nicht besser worden. Halt, das war falsch. Sprache. Ah, da. Schwindel heißt die. Ach nee, das ist... Schwindel. Eigentlich hätte ich die gern. Ah. Bitte? Ja. Also ich schaue nochmal, was er sagt. Nicht, dass wir uns jetzt arg aufhalten mit dem Ding. Unless, kennt er nicht. Also komm, dann mache ich halt das if wieder rein. Ist ja egal. Also if not boolean, dann error, else, ist mir's egal, nil, irgendwas, void. So, start. M. If 1, 2, 3. So, genau, das wollte man, error. Es reicht uns ja, dass wir einen Error haben. Gut, und wenn ich jetzt eine richtige Expression reinbringe, jetzt kann ich sagen, if equal, kennen wir auch schon, A10, dann soll er 30 zurückliefern, ansonsten 40, und jetzt müsste die 30 kommen, das ist wohl wahr, weil A haben wir, glaube ich, auf 10 gesetzt. So, das wäre der eval if, und jetzt kommt ein spannender, jetzt kommt der define. Jetzt wollen wir in unserem Interpreter neue Variablen. Copy. Der define habe ich, glaube ich, schon oben definiert. My eval define. Copy. Oh. Ctrl Z. Copy. My eval define arglist. Okay, was kriegt der? Wir haben zwei Fälle zu behandeln. Der erste Fall ist define variable expression. Und später, das ist unser syntaktischer Zucker, das ist quasi nur für unsere Convenience, dass man sagen kann define, und jetzt kommt eine Liste, das wäre ein Funktionsname und arglist, und dann kommt hier ein Body. Wir implementieren jetzt erstmal nur den da oben, der andere kommt nachher. Weil für den anderen brauchen wir eigentlich das Lambda, das ist nämlich viel Gemeinsames. Also, wir machen erstmal den einfachen Fall und der sagt, ich evaluiere den zweiten Teil, die Expression, und dann tue ich ein Binding rein in meine Welt. Das heißt, ich sage set the world als add binding. Und da will ich eigentlich wegkommen von diesem Set. Der ist nämlich nicht so schön, aber kommen wir mal auch noch. Add binding the world. Und jetzt, was wird das Binding sein? Das ist der Key. Das heißt, first von arglist. Und der value ist eval, my eval, second von arglist. Das tue ich vielleicht mal besser umbrechen.
Halt, da kommt kein. Da kommt nochmal eine Klammer. Klammern sind immer gut. Mai eval von dem, wo, wie weit sind wir? Noch eine fehlt. So, das wäre der Define. Schauen wir mal, ob es tut. Also, Define C30. Okay, jetzt schauen wir nochmal, ob er jetzt C kann. 30 tatsächlich. Und wenn ich ihn jetzt evaluiere nochmal, und jetzt kann ich auch sagen, plus AC. 40. Wunderbar. Also das heißt, jetzt haben wir da Define. Jetzt brauchen wir, was machen wir noch? Ja, jetzt kommen wir nicht drum um. Also der Lambda. Lambda, jetzt geht's los. Was ist der Lambda, der ominöse, gefährliche? 10 Minuten. Wird schwierig. Bitte? Ja. Okay, dann machen wir jetzt Schluss. Also die Zuschauer verabschiede ich jetzt aus Österreich und der Schweiz. Und wir machen jetzt Organisatorisches. Also nächste Woche geht es dann weiter, dann machen wir das Lambda hier noch voll fertig. Den AST-Interpreter in Lisp, den haben wir dann wahrscheinlich in einer halben Stunde dann voll fertig soweit oder vielleicht in einer Stunde und fangen dann nochmal in Smalltalk an, machen wir das gleiche nochmal. Bisschen schöner, bisschen besser. Einfach um das nochmal zu vertiefen, in einer objektorientierten Sprache das Ganze nochmal implementieren und dann übernächstes Mal fangen wir an in C. Das wird vielleicht länger dauern, 2-3 Tage. Werden wir sehen. In der Zwischenzeit würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie das einfach mal nachvollziehen, versuchen nachzuvollziehen. Also laden Sie sich ein Racket runter, spielen Sie ein bisschen damit rum, machen Sie ein paar so rekursive Funktionen, die Listen auf- und abbauen, vielleicht mal alle ungeraden Zahlen rausfischen oder aufsummieren. Irgendwie Spielchen. Als ganz wichtigen Hinweis würde ich Ihnen folgende Literatur empfehlen. Es gibt sowohl auch als Video als auch als Buch SICP, Structure and Interpretation of Computer Programs, Computers and Programs oder so ähnlich heißt es. Googeln Sie nach SICP. Das ist eine Vorlesungsreihe vom MIT, auch schon ein paar Jahre alt, aber wirklich immer noch aktuell. Die behandelt das gleiche Thema wie das, was ich jetzt hier behandelt habe, ist allerdings in Englisch, und deswegen machen wir das auch auf Deutsch, damit wir so eine Konkurrenzveranstaltung haben. Die gehen sehr gut, also das fängt auch bei Lisp an und dann wird ein Lisp in Lisp mit Compilern und allem Möglichen implementiert. Das ist ein super Ding. Überhaupt natürlich Scheme und Lisp anschauen, ein bisschen damit rumspielen. Wer jetzt vielleicht immer noch das Gefühl hat, es wäre ein bisschen abwegig, Lisp hat möglicherweise nicht als Programmiersprache eine Bedeutung, aber für das Verständnis ist es, finde ich, ein fundamentales System, weil es so einfach ist von der Syntax, aber semantisch sehr mächtig. Sie sehen es auch daran, dass zum Beispiel Emacs, der Editor, ist ja fast komplett in Lisp programmiert. Es gibt immer noch viele Tools, die in Lisp, es gibt auch Applikationen, die sogar in Lisp programmiert sind. Logistiksysteme, Flugbuchungssysteme, solche Dinge. Allerdings ist es natürlich wirklich eine Nische, in Lisp selber zu programmieren. Aber als Datenstrukturen oder auch um Algorithmen zu evaluieren oder auszuprobieren, würde ich das jedem empfehlen, sich mal ein paar Stunden damit zu beschäftigen und damit rumzuspielen. So, wer jetzt richtig mutig ist, der kann vielleicht mal einen Reader oder einen Printer noch in Lisp implementieren oder auch in seiner Lieblingssprache, das ist mir egal. Also nächste Woche gehen wir in eine andere Programmiersprache. Insofern dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, noch. Ja, das Redmine, das kann ich hochladen. Ich würde es am liebsten delegieren. Also ich mache jetzt einen USB-Stick rein, tipp's ein und jemand von Ihnen soll es machen. Weil irgendwie komme ich manchmal nämlich nicht richtig drauf. Ich kann es aber auch hochladen. Jetzt bloß kann ich es hier nicht machen. Also ich verspreche, dass ich es mal im Wochenende mache. Ja.